Siempre existieron la toma de tierras en Argentina. Es gab immer Landbesetzungen in Argentinien, aber das wurde in den 90er Jahren stärker, als es mehr Arbeitslosigkeit gab und immer mehr Fabriken schlossen. Zu der Zeit beginnen die Straßensperren, die Piquetes, aber auch ein Kampf für die konkreten Bedürfnisse der Menschen. Wir besetzen das Land, um darauf zu wohnen, nicht etwa um darauf etwas anzubauen. Das ist die vierte Landbesetzung, die wir gemacht haben. Diese Art von Häusern in den armen Vierteln, sie bestehen aus Wellblech und Holzsachen, was man so findet. Weit mehr als die Hälfte der Leute aus den armen Vierteln haben keine Arbeit. Du hast 5, 6 Kinder und lebst mit deinen Geschwistern und wirst niemals eine Familie ernähren können. In Häuschen wie diesen leben manchmal 3 oder 4 Familien. Das ist auch ein Grund, aus dem man Land besetzt. Man kann nicht mit so vielen Menschen auf so engem Raum leben. Hier gibt es sehr viel Elend, aber auf dem Land sind die Leute völlig verlassen. Das ist der Grund, weshalb so viele in die Stadt kommen. Wenn wir einen sozialen Wechsel wollen, dann müssen wir einen konkreten Konsens mit allen kämpfenden Bevölkerungsteilen finden. Man sieht zum Beispiel, dass die Assemblées das Gleiche tun, was wir schon seit Jahren machen. Also gibt es eine Identifikation. Creemos que por ese lado vamos a poder lograr cambiar la sociedad en la que vivimos. Ahí supuestamente dormía yo hasta que me llegó el agua. Da habe ich eigentlich geschlafen, aber es ist alles nass geworden. Und schlaft ihr trotzdem noch hier? No, de dormir no se puede. Amanecemos así, charlando, tomando mate. Nein, schlafen kann man hier nicht. Wir trinken Mate und reden und warten auf den Morgen. Man kann nicht schlafen, du legst dich auf den Boden und wirst völlig durchnässt. Die Matratzen sind alle nass. Wir schlafen ein bisschen im Sitzen und wenn es hell wird, gehen wir raus. Du wohnst auch hier? Ja, ich wohne seit circa einem Monat hier, seit wir das Land besetzt haben. Bist du allein hier oder mit deiner Familie? Ich bin mit meinem Baby da. Wenn es sehr stark regnet, so wie jetzt, dann lasse ich es im Haus meiner Mutter, denn hier mit der ganzen Nässe, da wird es sofort krank. Und gibt es eine Unterstützung von der Regierung, wenigstens für die Kinder? Hier? Nein, bis jetzt gab es nie etwas. Hast du Arbeit? Ja, ich arbeite in einem Arbeitsplan, 160 Pesos im Monat. Letztes Jahr gab es während der Hälfte des Jahres keine Schule, weil sie die Lehrer nicht bezahlt haben. War das immer schon so oder erst seit letztem Jahr? Seit dem letzten Jahr ist es schlimmer. Jedes Jahr wird es noch schlimmer. Es difícil estudiar en las condiciones que se está viviendo. Es muy difícil. Entonces, por eso. Es ist für die Kinder ziemlich schwierig, unter den Umständen, in denen sie leben, zu lernen. Deshalb kommen wir hier, um ihnen ein bisschen zu helfen. Diejenigen, die zu Hause nicht lernen können, lernen hier mit uns. Wir geben ihnen einen kleinen Stups, damit sie weiter zur Schule gehen. Die meisten wiederholen in der Primaria 1 oder 2 Jahre. Die Sekundaria brechen sie dann meistens nach dem dritten Jahr ab. Statistisch ist die Anzahl der Elendsviertel in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Sie sind früher immer schrittchenweise gewachsen, aber seit 3 Jahren ist der Anstieg sprunghaft. Es gibt nur sehr wenige, die Arbeit finden und aus den Elendsvierteln herausschaffen. Muy raro.
no me parece que sean discriminados igualmente por más de que salgan a la ciudad y que entren en el sistema, porque en general son excluidos. Ich weiß nicht, ob sie diskriminiert werden. Sie sind ausgeschlossen. La mayoría en general no se puede entrar al sistema. Ya si una persona nace excluida es muy difícil. Hola. Wenn jemand schon als Ausgeschlossener geboren wird, ist es sehr schwierig für ihn, sich Zutritt zur normalen Gesellschaft zu verschaffen. Ya te digo, yo no sé qué es lo que va a pasar en el caso de los comedores, digamos. Los chicos comen en los comedores. O sea, no es que tienen otra... En otra época el chico iba y en la casa le daban un mate cocido, un pedazo de pan. Hoy es nada. Entonces el chico que no come en la escuela, no come y se muere. Así es. Wenn die Kinder nicht in der Schule essen, dann verhungern sie. So einfach ist das. Früher gab man ihnen zu Hause noch einen Mate-Tee oder eine Suppe, heute gibt es nichts mehr. Und die Älteren gehen noch nicht einmal mehr zur Schule. Wenn ein Kind keine Schuhe hat, dann kann es nicht zur Schule. Wenn es regnet, dann kommen sie nicht. Sie werden sofort krank. Manche Kinder sind das ganze Jahr über krank, du kannst dir das nicht vorstellen. Sie gehen dann ein, zwei Monate zur Schule. Was sollen sie denn da lernen? In der Argentina, antes de la dictadura, había un modelo básicamente industrial. Vor der Militärdiktatur gab es in Argentinien ein industrielles ökonomisches Modell. Es gab kaum Arbeitslosigkeit, eine wichtige Mittelklasse und viel Einwanderung. Se acaba tajantemente a partir del año 76, donde se va a reemplazar ese modelo por un modelo que va a ser eje en la acumulación financiera. Ab 1976 ändert sich das drastisch. Das alte ökonomische Modell wird ersetzt durch eines, das auf finanzielle Akkumulation ausgerichtet ist. Mit der Diktatur setzt 1976 eine starke Repression ein. Das bedeutete für den ökonomischen Sektor ein Verbot jeglicher gewerkschaftlicher Aktivität, eine brutale Senkung der Löhne um 40% und eine sehr starke Öffnung der Märkte. Importados prácticamente liquidaran la industria local en dos o tres años. Was dazu führte, dass die einheimische Industrie durch Importe binnen 2 bis 3 Jahren so gut wie liquidiert wurde. Impresionante. Außerdem begann ein Prozess der Spekulation und es wurde eine enorme Auslandsschuld angehäuft. Wir sprechen von damals 30 Milliarden Dollar. Die Hälfte davon waren private Schulden, die der Staat übernommen hat. Es gab in der Bevölkerung viel Hoffnung auf einen Wechsel und große Erwartungen in die erste demokratische Regierung 1983, die sich aber für wirtschaftliche Kontinuität entscheidet. Sie erkennt die Schulden an. Und von diesem Zeitpunkt an, sagen wir zwischen 83 und 89, gibt es kontinuierliche Einsparungen. Sparpläne, die Zahlungen ermöglichen sollen, die mit dem IWF abgesprochen wurden und die gescheitert sind. In Argentinien gab es 2 Hähne, durch die das Geld abfloss. Einer war Zahlung der Schulden an den IWF, an internationale Organisationen und an die Banken. Und der andere war, dass die öffentlichen Unternehmen in Argentinien von den ökonomischen Gruppen übernommen wurden. Diese Gruppen hatten, weil sie Zulieferer dieser Unternehmen waren, märchenhafte Verträge. Und dort floss eine andere Serie von Staatsfonds in Richtung der lokalen und transnationalen ökonomischen Gruppen ab. 1989 geht Argentinien in Konkurs. Das ist die Hyperinflation von 89. Und zu dieser Zeit, 88, 89, tauchen die berühmten Vorschläge von Nicholas Brady auf, der zu jener Zeit Finanzminister der USA war und von strukturellen Reformen sprach. Der Kapitalisierung von Schulden. Was war das? Wenn wir schon nicht in Cash kassieren können, dann kassieren wir eben in öffentlichen Unternehmen. Was haben die lateinamerikanischen Staaten? Öffentliche Unternehmen. Die Regierung von Menem ist die Vertiefung dieser Politik. Es wird nicht länger einfach nur Sparmaßnahmen geben, um Exporte zu ermöglichen und damit man die Schulden bezahlen kann, sondern jetzt kommt die Privatisierung. In einem sehr kurzen Zeitraum von 3 Jahren werden alle öffentlichen Unternehmen in Argentinien verkauft. Thank you.
que estamos haciendo ahora es un reclamo muy específico con las empresas privatizadas. Wir erheben hier einen sehr spezifischen Einspruch gegen die privatisierten öffentlichen Dienstleistungsunternehmen. Sie stellen im Moment vielen Leuten den Strom ab, das Wasser, das Gas. Das ist für uns ein Verbrechen. Sin agua. Nosotros lo que estamos pidiendo es la suspensión de los cortes, en este caso de luz. Wir fordern hier im Speziellen, dass Edesur für 180 Tage das Abstellen des Stroms aussetzt. Außerdem fordern wir einen Sozialtarif für die Leute, die aufgrund des Prozesses der Ausplünderung, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat, verarmt sind. Es gibt 20 Millionen Arme und Millionen von Arbeitslosen in diesem Land. Diese Initiative geht von diesem Viertel, Floresta, aus. Wir waren hier und haben die Leute angehört, denen der Strom abgestellt wurde, Leute, die teilweise 10 Kinder haben und gravierende Probleme. Der einzige Weg, das zu stoppen, ist, dass wir uns hier zusammentun und Druck auf die Unternehmen ausüben. Wir wissen ganz genau, dass die Welle der Privatisierung mit einem Plan des Neoliberalismus zusammenhängt, unter dem nicht nur Argentinien leidet, sondern die gesamte dritte Welt. Wir wollen, dass die Unternehmen wieder zugunsten der Bevölkerung arbeiten. Ich habe letzte Woche einen Brief erhalten, dass sie mir den Strom abstellen werden. Ich bin auf diese Leute gestoßen, die Flugblätter verteilt haben. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Mein Mann hat keine Arbeit. Es ist ja nicht so, dass man nicht bezahlen möchte, aber ich habe einfach kein Geld. El Scratch nace de la agrupación Hijos, la agrupación que nace a partir de los hijos de los desaparecidos. Der Scratch stammt von der Organisation Hijos, einer Organisation der Kinder der Verschwundenen. Die Idee ist, solange es kein Recht gibt, solange diejenigen, die Repressionen zu verantworten haben, nicht angeklagt werden, machen wir öffentliche Scratches. Das heißt, wir klagen sie öffentlich an. So beginnen die Menschen, sich bewusst zu werden, wer die Verantwortlichen sind für das Desaster. Es gibt namentlich Verantwortliche und Edesur ist einer davon. Es ist das erste Mal, dass ein privatisiertes Unternehmen aufgrund des Drucks, den die Leute machen, sich auf Verhandlungen mit den Assembleas einlässt. Jetzt gerade warten wir, dass die Vertreter, die da drinnen verhandeln, herauskommen. Die Tarife für die öffentlichen Dienstleistungen in Argentinien gehören zu den höchsten der Welt. Es ist klar, dass die multinationalen Unternehmen jahrelang sehr viel Geld gescheffelt haben. Dem müssen wir jetzt einen Riegel vorschieben. Früher waren alle diese Unternehmen staatlich und als sie nicht besonders gut liefen, hat der Staat das genutzt, um sie alle zu privatisieren. Den Unternehmen wurden damals die Tarife genehmigt, die sie wollten, ohne Einschränkungen. Das hat ihnen erlaubt, immense Geldsummen in ihre Heimatländer zu schaffen. Sie sagen, das Unternehmen habe schon im Dezember 236 Millionen Dollar verloren. Wir müssen härter vorgehen, wir müssen wiederkommen und den einheizen. Bueno, Hijos surge en 1995.
Die Organisation Hijos entstand 1995. Die Idee war zunächst, direkte Angehörige der Verschwundenen zu vernetzen, die Kinder der politischen Flüchtlinge und Gefangenen und der Erschossenen. Außerdem wollen wir Menschen zusammenbringen, die sich mit unserem Kampf und unserer Art, Politik zu machen, identifizieren. Mein Vater ist verschwunden, mein Onkel und dessen Lebensgefährtin. Sie waren Aktivisten des Ejército Revolucionario del Pueblo. Die Hijos formulieren mit den Scratches eine sehr konkrete Anklage. Da es keine Gerechtigkeit seitens der Gerichte gibt, streben wir eine Verurteilung durch die Gesellschaft an. Denn wir machen die Scratches bei Völkermördern, die heutzutage frei sind, die straffrei sind aufgrund der Gesetze Obediencia de Vida und Punto Final, die von einer Regierung in Zeiten der Demokratie abgestimmt und eingeführt worden sind. Was wir anklagen, ist diese Straffreiheit, dass die Mörder frei sind, dass sie frei in ihren Häusern wohnen und durch die Straßen laufen, als ob sie nichts getan hätten. General, es una protesta multidirigida a diferentes funcionarios y responsables del gobierno corruptos. Heutzutage gibt es in Argentinien einen allgemeinen Protest gegen verschiedene Funktionäre und die Verantwortlichen korrupter Regierung, die auch straffrei sind. Im Prinzip greifen wir den Kampf unserer Eltern und ihrer Compañeros auf, denn sie haben sich für mehr Gerechtigkeit und Solidarität eingesetzt. Sie haben gegen ein neoliberales und kapitalistisches System gekämpft. Der Staat musste diese 30.000 Leute verschwinden lassen, um das neoliberalistische Projekt einzuführen. Mit diesen 30.000 Leuten war das nicht möglich. Bueno, el del 76 fue por toda una política que tenían los intereses monopólicos del primer mundo, en especial los Estados Unidos. Der Militärputsch 1976 war eine politische Maßnahme, um die monopolistischen Interessen der ersten Welt, vor allen Dingen der USA, zu wahren. Und um den ganzen Kampf der lateinamerikanischen Bevölkerung zu zerstören. Das gab es nicht nur hier, das war eine Politik für die gesamte dritte Welt, vor allen Dingen für Lateinamerika. Bueno, acá se dio de una manera muy sangrienta y muy feroz. Hier war die Durchsetzung dieser Interessen besonders gewaltsam. Es gab viele Gründe dafür, aber ich glaube, einer der wichtigsten war, dass hier der Widerstand und auch das Bewusstsein in der Bevölkerung sehr stark waren. Die Militärs haben sich heute zurückgezogen, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Wozu braucht man Militärs, wenn es doch Politiker gibt, die die gleiche Aufgabe erfüllen? Hinter der Fassade der Demokratie, an die ich nicht glaube, es gibt weder hier Demokratie noch in der ersten Welt. Todos estos jóvenes que están hoy acá son hijos o parientes. Die jungen Leute hier sind Kinder und Verwandte der Menschen, die nicht mehr da sind. Das zeigt, dass die Ideen niemals sterben. Sie müssen bezahlen für all die Toten und für die Körper der Toten, die nicht da sind. Wir wollen die Körper der Verschwundenen von unseren Freunden und Compañeros. Es ist gut, was sie machen. Wir sollten alle da sein. Einige von uns können nicht mitmachen, aber mit dem Herzen sind wir dabei. Für mich ist das gut, denn was sie getan haben, war ungerecht. Für sie war es gerecht, aber für uns nicht. Sie müssen alle gehen, es gibt keine andere Möglichkeit. Dieser Marsch ist positiv für das Land. Alles soll sich ändern. Alle sollen gehen. Ich finde es gut, dass sie den Scratch machen. Wegen der Vergangenheit dieser Leute. Gut. Ich weiß nicht, aber es ist gut, was sie machen. Fantastisch. Ich kann nicht hingehen, weil ich arbeiten muss. Aber wenn ich frei hätte...
Morgen mache ich mit. Es ist evident und logisch, dass die Leute ein für alle Mal auf die Straße gehen, damit all diese, ich kann das Wort nicht sagen, aufhört. Wir machen den Escarache bei diesen beiden sinistren Personen, weil sie die heutige Situation in Argentinien zu verantworten haben. Die Militärdiktatur entsprang nicht den Köpfen einiger machthungriger Generäle, sondern sie wurde eingesetzt von den wahren Machthabern, den ökonomischen Gruppen, in deren Dienst sie stand. Der von ihnen sogenannte Prozess der nationalen Reorganisation hat 30.000 Menschen das Leben gekostet und er hat eine hungernde Bevölkerung hinterlassen. Sie haben ein ökonomisches System eingeführt, das noch immer in Kraft ist. Deshalb der Escarache. Eine neue Regierung, die gleiche Straffreiheit. Wir vergessen nicht und wir vergeben nicht. Wir führen den Kampf unserer Eltern fort. Wenn es keine Gerechtigkeit gibt, dann gibt es Escaraches. Nach Perons Tod übernimmt seine Frau Isabel die Regierung. Sie hat quasi überhaupt nicht regiert. Der Staat wurde geleitet von einem Mystiker der Ultrarechten namens Perega, der die antikommunistische Vereinigung Argentiniens angeführt hat. Sie brachten unglaublich viele Leute um. Es gab vorher sehr viel Gewalt in der Straße, von links und von rechts, sodass bestimmte Leute dachten, dass die einzige Möglichkeit, das zu beenden, ein Militärregime sein könne. Am 24.03.1976 übernehmen sie die Macht. Die Repression beginnt schon vorher. Im Bereich der Erziehung hat man ein Datum. Am 11.09.1974 wird in das Unterrichtsministerium eingegriffen. Der alte Leiter, Tagano, war von der peronistischen Linken und er wird ersetzt durch Misovic, der zum ganz rechten Flügel gehörte.
Er bleibt in Erinnerung wegen seiner ideologischen Scheußlichkeit. Er war nationalistisch, konservativ und Chirurg. Das passte. Wenn er vom Land sprach, dann tat er das wie von einem Körper, der operiert werden muss. Er benutzte immer chirurgische Metaphern. Er sprach von Tumoren, die entfernt werden und Wunden, die genäht werden müssten. Und dann wird Tagano zum Buchprüfer der Universität von Buenos Aires ernannt. Das war ein bekennender Nazi. Er hat die Hörsäle exorziert. Er lief mit einem Kruzifix durch die Räume, um den Geist von Freud, Marx oder Piaget, der sich anscheinend dort eingenistet hatte, zu exorzieren. Es gab ganze Medienkampagnen, um die Repression zu rechtfertigen. Es gab berühmte Sätze wie: Wissen Sie, wo Ihr Kind gerade ist? Das war eine offizielle Werbung an die Familien gerichtet. Das war natürlich makaber, denn es verschwanden ständig Menschen und wenn die Regierung, die ja dafür verantwortlich ist, dass dein Kind in einem Konzentrationslager ist, dich aus dem Fernseher heraus fragt: Wissen Sie, wo Ihr Kind gerade ist? Dann ist das ein Versuch, die Familien der Gefolterten und Verschwundenen auch noch zu foltern. Ein sozialer Sadismus. Dezember 1999. Der erste Wirtschaftsminister unter De La Rua, Machinea, führt die sogenannten dicken Steuern ein. Eine grausame Steuer. Que hacía que terminaban pagando una cantidad impresionante de plata gente que estaba por debajo de la línea de pobreza. Die Einschätzung, die man vornahm, führte dazu, dass diejenigen, die unterhalb der Armutsgrenze lebten, schwindelerregend hohe Summen bezahlen mussten. Das war das Erste. Intentan implementar lo que se llamó la reforma laboral. Während der ersten Monate des Jahres 2000 versuchen sie, die sogenannte Arbeitsreform einzuführen. Das war eine Flexibilisierung der Arbeit, die praktisch die Macht der Gewerkschaften und der Kollektivverträge zerstörte. Das ganze Jahr 2000 wurde die Arbeitsreform diskutiert. Cuando se denuncia que la reforma es votada y aprobada en el Senado por medio de coimas. Das hört auf, als an die Öffentlichkeit kommt, dass die Reform vom Senat verabschiedet wurde, weil man die Senatoren geschmiert hatte. Der Vizepräsident Alvarez tritt daraufhin zurück im Oktober 2000. Los desocupados están desde el año 95 con índices del 15% de desempleo en aumento. Die Arbeitslosenzahl liegt seit 95 bei 15%, Tendenz steigend. Seit 97 hatte die Bewegung der Arbeitslosen angefangen, sich zu organisieren, mit den berühmten Straßensperren, den Piquetes. Y ellos habían logrado unos planes. Sie hatten die sogenannten Arbeitspläne durchgesetzt, eine Art von Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitslosen gehen hin und blockieren eine Straße. Konflikt. Die Art, auf welche die Regierung diesen Konflikt beendet hat, war Geld zu geben, in Form von Arbeitsplänen. Todo el año 2000 es eso. Hasta llegar. Das ganze Jahr 2000 war davon geprägt. Zum Ende des Jahres 2000, im November, gibt es eine riesige Straßenblockade in La Matanza, in der Provinz von Buenos Aires. Dort endet es damit, dass die Regierung sehr, sehr viele Arbeitspläne ausgeben muss. Da sprach man bereits von der Zahlungsunfähigkeit Argentiniens. Crea el blindaje. Der IWF legt daraufhin einen Schutzfonds an. Das war die letzte große Stütze des IWF für die argentinische Wirtschaft. Es war aber kein Geld für Argentinien, sondern eine Garantie für die Gläubiger. Wenn Argentinien aufhören würde zu bezahlen, wären die Gläubiger gedeckt. Dann erscheint als Retter Cavallo. Die ganze Politik von Cavallo während des Jahres 2001 wird sein: Ich, den Sie mich kennen, der ich den Respekt der internationalen Gemeinschaft habe, ich werde hingehen und mit dem IWF sprechen und ihn überzeugen, dass er uns was leiht. Das schafft er nicht. Er fährt jede Woche hin und jedes Mal, wenn er zurückkommt, kündigt er eine neue Sparmaßnahme an. Einsparungen, die Widerstand in der Bevölkerung auslösen und die er wieder zurückziehen muss. Und wovon bezahlt er die Schulden? Er beginnt, die Reserven der Zentralbank zu verwenden. Die Reserven von Argentinien.
Im Oktober gibt es Wahlen. In vielen Teilen des Landes gewinnt der ungültige Stimmzettel. Zu dem Zeitpunkt beginnen die Banken, Geld ins Ausland zu schicken, an ihre Filialen oder Mutterbanken. Sie warnen die wichtigsten Kunden, dass sie ihr Geld fortschaffen sollen. Cavallo va nel mese di novembre al fondo a pedirle. Cavallo spricht im November mit dem Fonds, um ihn um mehr Geld zu bitten, und der IWF sagt, dass er ihm nicht nur nicht mehr Geld geben wird, sondern dass er ihm auch eine fällige Rate eines älteren Kredits in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar nicht mehr auszahlen wird. Das ist das Ende. Am letzten Tag des Novembers ruft die Regierung den Corralito aus. Das heißt, sie beschlagnahmt alle Spareinlagen der Leute. Und so beginnt der Monat Dezember mit einer schrecklichen Krise. Und keiner weiß, was passieren wird. Y el gobierno en ese proceso ya sin ningún poder. Die Regierung, die zu diesem Zeitpunkt bereits alle Macht verloren hat, entscheidet sich am 19. für die Repression. Se vienen por acá, Sí, 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 vienen por acá. Están cargando, mirá, mirá. En la Argentina, en particular, se han beneficiado los bancos. Bereichert haben sich in Argentinien vor allem die Banken. Die nordamerikanischen Banken, die Millionen von Dollar an Zinsen eingenommen, Dólares cobrando intereses de deuda o canjeando bonos, oder sich die privatisierten Unternehmen eingesteckt haben. Bancos y compañías españolas, spanische Banken und Unternehmen, que marcar como responsables a un conjunto de actores locales. Außerdem eine Reihe von inländischen Unternehmen. Yo marcaría a estos sectores como los responsables. Diese Sektoren sind verantwortlich. Erstens strukturell, weil sie die wichtigsten Geschäfte gemacht haben. En la última etapa, directamente en el saqueo. Zweitens, aber auch in dieser letzten Entwicklungsstufe für direkte Plünderungsaktionen. Zum Beispiel diejenigen Unternehmen, die seinerzeit die privatisierten Unternehmen praktisch für 0 Pesos übernommen haben, zahlen jetzt nicht mal die Abgaben. Und die Banken, die das ganze Geld ihrer Kunden eingesteckt und ins Ausland geschafft haben, folgen jetzt noch nicht mal die Entscheidungen der Zentralbank. Hier muss man schon von Straftaten sprechen. El responsable central de este proceso es sin ningún lugar a duda. Der zentrale Verantwortliche für diese Situation ist ohne Zweifel die imperialistische Politik der USA. Denn sie haben die jeweiligen Regierungen unterstützt, angefangen von der Militärdiktatur.
Die Militärregierung von 1976 wurde unmittelbar nach dem Putsch von der amerikanischen Regierung anerkannt. Sie war die erste, die die Militärs als Regierung anerkennt. Und der IWF gewährt den ersten Kredit in der ersten Woche. El primer préstamo a la semana. Después de la década del 30, el 40, Argentina queda alineada bajo la égida norteamericana, digamos, con parte. Seit den 30er, 40er Jahren ist Argentinien total von den USA dominiert. Das ist Teil des lateinamerikanischen Schicksals. Die USA wirkt mit bei der Ausbildung des argentinischen Militärs. Escuela de Panamá, donde van a formarse los grandes torturadores argentinos. Zum Beispiel gibt es die berühmte Schule von Panama der USA. Dort wurden die großen Folterer Argentiniens und von ganz Südamerika ausgebildet. Noch größer allerdings ist das Gewicht des IWF, der die Wirtschaftspolitik Argentiniens diktiert. Argentinien hat eine Auslandsschuld, die nichts anderes macht, als dauernd zu wachsen. Der Staat findet, dass man in allen möglichen Bereichen kürzen kann. Der einzige Bereich, wo man nicht kürzen kann, ist die Zahlung der Auslandsschuld. Es ist bewiesen, dass die Maßnahmen des IWF nicht dorthin führen, wohin er vorgibt, dass sie führen. Aber der Einfluss des IWF und der Weltbank wird jedes Mal stärker und führt zu einem totalen Verlust der Souveränität der Staaten und ihrer Politik. Ihr werdet mir wahrscheinlich sagen, wenn ihr hier eine Revolution macht, dann gibt es Krieg. Ja, es ist sehr schwierig, aber es ist der einzige Weg, der uns bleibt. Alles, was wir in Argentinien tun, wird immer noch besser sein, wird in Menschenleben gerechnet ökonomischer sein als das, was wir im Moment erleben, da am Tag 100 Kinder an Hunger sterben. Jeder radikale Wechsel, so viel Gewalt, so viel Repression es auch geben mag, auch wenn sie uns umbringen wollen, selbst wenn es Interventionen geben sollte oder was weiß ich, das wird immer noch besser sein als die Situation heute. ¿Qué autoridad moral, técnica o académica puede tener un personaje como Anup Singh? Welche moralische oder technische Kompetenz kann jemand wie Singh haben, dessen wichtigste Referenz ist, die Sparmaßnahmen in Indonesien, die zu einem Bürgerkrieg führten, durchgesetzt zu haben? Mit diesen Meriten wird er als Krisenspezialist nach Argentinien geschickt. Er kommt her und verkündet fröhlich, kürzt in den Provinzen. Was soll das? Ich glaube, dass es viele Sektoren gibt, die sich Argentinien wie einen südostasiatischen Staat vorstellen, wie Thailand oder Indonesien. Un enclave, una economía de enclave, con dos o tres transnacionales produciendo commodities. Eine Enklavenwirtschaft mit zwei oder drei transnationalen Konzernen, die Konsumgüter herstellen, mit einer Art Sklavenarbeit. 50 Dollar im Monat, 14 Stunden am Tag, ohne jegliche soziale Absicherung oder gewerkschaftliche Organisation. Das ist das Projekt des IWF für Argentinien. Alles, was seit dem 19. 20. Dezember hier passiert ist, ist eine totale Absage an dieses Projekt. Wir fordern eine verfassungsgebende Assemblea, die frei, souverän und demokratisch ist, mit direkten Volksvertretern, die aus den Assembleas gewählt werden. Die Wiederverstaatlichung von den privatisierten Unternehmen, die Verstaatlichung der Banken, die Einstellung der Zahlung der Auslandsschuld und die Bestrafung der Mörder vom 20. Dezember, der Mörder von heute und von damals. Yo soy una vecina como tantos otros que no podemos vivir más así de esta manera. Yo particularmente no tengo. Ich bin eine Nachbarin wie viele andere auch. Wir können so nicht weiterleben. Ich selbst habe keine Arbeit. Ich weiß nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll, was ich essen soll. Im Februar haben 10.000 Unternehmen zugemacht und die Leute, die vorher nichts hatten, durchwühlen jetzt den Müll. Es ist schrecklich, was man sieht.
vamos a la asamblea, nos anotamos. Wenn wir auf die Assembleas gehen, dann tragen wir uns und unser Anliegen in eine Liste ein. Die Vorschläge werden dann diskutiert und abgestimmt. Es kristallisieren sich langsam einige zentrale Forderungen heraus. Wir wollen mehr als einfach nur die Regierung abzulehnen. Die Leute haben gelernt, dass sie nicht länger zu Hause sitzen und warten können, denn was uns erwartet, ist jedes Mal schlimmer. Wir wissen bereits, was die Politiker machen. Zunächst tragen die Leute ihren Vorschlag auf den Nachbarschaftsassembleas vor. Es wird abgestimmt. Wenn der Vorschlag angenommen wird, dann trägt eine Person, jede Woche jemand anders, den Vorschlag auf der Assemblea für ganz Buenos Aires vor. Hierher kommen dann alle Vertreter. Und dann wird noch einmal abgestimmt unter allen Leuten, die hierher kommen. Für mich ist das die wahre Demokratie. Die Assemblea Ayacucho Ecke Rivadavia will die Arbeit in ihrem Viertel vertiefen und ratifiziert ihre Teilnahme an der Assemblea Interbarrial. Proponemos que el Interbarrial convoque a un frente con todas las asambleas, los piqueteros, los trabajadores. Wir rufen zur Wachsamkeit gegenüber jeglichem Versuch, eine falsche verfassungsgebende Assemblea einzuführen auf. Um zusammen eine neue politische Alternative zu bilden, eine alternative Regierung. Wir müssen uns dazu verpflichten, eine Situation zu schaffen, die ganz anders ist als die, welche wir im Moment ertragen müssen. Die Frage ist, wie schaffen wir es, von hier unten aus ein neues, alternatives und allgemeines Projekt zu errichten? So etwas darf keine allgemeine und abstrakte Forderung bleiben, wie die Einstellung der Schuldenzahlungen. Im Fall von Edesur zum Beispiel haben wir gesagt, dass wir nach dem Escrache alle aufhören, die Rechnungen zu bezahlen. Auf diesem Wege kann man, glaube ich, etwas aufbauen, auch wenn wir heute nur wenige sind. Wir müssen vermeiden, dass die allgemeinen Vorstellungen und die konkreten Handlungen auseinanderklaffen. In diesem Moment hat der FMI textualmente gesagt, público, que el pueblo argentino se va a tener que acostumbrar a este nivel de pobreza y se va a tener que acostumbrar durante 10 años. Jetzt hat der IWF wörtlich und öffentlich gesagt, dass die Argentinier sich für die nächsten 10 Jahre an dieses Armutsniveau gewöhnen müssen. Der IWF weiß, das Problem ist, dass Argentinien eine schwache Regierung hat. Das heißt, im Moment schreit der IWF nach einer starken Regierung, welche die Leute zu unterdrücken in der Lage ist. Zum Beispiel, als die Polizei die besetzte Fabrik Ruckmann räumen wollte, kamen viele Assembleas, die Presse und die Nachbarn und die Polizei musste sich zurückziehen. Warum? Weil Duhalde momentan in einer schwachen Regierung ist. Wenn er auch nur einen Finger rührt, gehen die Leute auf die Straße. So wird er nicht länger all die Sachen durchsetzen können, die der IWF ihm vorgibt. In Argentina, el capitalismo es esto. In Argentinien ist der Kapitalismus das. Das hier. 15 Millionen Arme, 20 Millionen Arme, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, Hunger. Das ist es. Aber wir sind immer noch gefangen in einer Einbildung. Wir alle. Sogar die aufgeklärtesten Köpfe. Man hört, wir wollen, dass sie die Fabriken wieder aufmachen. Sie werden die Fabriken nicht wieder aufmachen. Der Kapitalismus hat es nicht nötig, Millionen von neuen Arbeitern zu beschäftigen. Er braucht sie nicht. Er kann auch ohne lebendige Arbeit überleben. Ja, es gibt große Ausbeutung in vielen Ländern, einen Überschuss an Arbeitskraft. Und was wir in Argentinien haben, ist eine Kriegswirtschaft. All das führt zu einer fürchterlichen Angst in der Bevölkerung. Das Volk hat im Dezember 30 Tote eingesetzt, zwei Präsidenten gestürzt und es ändert sich nichts. Die politische Klasse kümmert sich nicht um einen Wechsel. Und die Gesellschaft ist nicht dumm.
Diejenigen Teile der Bevölkerung, die nichts mehr zu verlieren haben, wissen, dass wenn sie auf die Straße gehen müssen, wie am 19., dann wird es ein schonungsloser Kampf sein, in dem man sein Leben aufs Spiel setzt. Digo, a veces parecen utopías y pedidos de una izquierda loca cuando se dice hace falta una revolución. Manchmal klingt es nach Utopie, nach den Forderungen einer verrückten Linken, wenn man sagt, wir brauchen eine Revolution. Gut, nennen wir es, wie wir wollen. Wir brauchen einen globalen Wechsel. Zu meiner Zeit hieß das Revolution, heute können wir es nennen, wie wir wollen. Ich bitte die Assemblea noch um eine Minute Redezeit. Ich rede nie, ich möchte ihm meine 3 Minuten Redezeit geben. Also ich weiß nicht, ob die Assemblea so funktionieren kann. Man kann nicht einfach Redezeit verschenken. Dejémoslo redondear, pero no empecemos con esto de ceder 3 minutos, me parece que vamos a entrar en la boca. El hambre nace con Carlos Menem, o sea, mucho robo. Der Hunger beginnt mit Menem. Divisas, vendieron el país, privatizaron todo muy mal y se robaron el dinero de las privatizaciones. Wie viele Menschen in Argentinien hungern, lässt sich schlecht sagen. In Buenos Aires sind es über 4 Millionen. En Buenos Aires calculamos que somos más de 4 millones de personas. Día a día. Jeden Tag machen neue Fabriken zu, deshalb gibt es keine genauen Zahlen. Venimos de Rosario, somos. De Rosario somos. Und wir sind aus Rosario mit allen Kindern gekommen. Und warum bist du hier? Für Brot und Arbeit. Wir sind alle arbeitslos. Der einzige in unserem Viertel, der uns hilft, ist der Polo Obrero. Er gibt uns etwas Milch und richtet Suppenküchen ein, aber das reicht nicht. Tenemos copa de leche, ellos nos abrieron comedores, pero eso no basta, porque los chicos necesitan calzado, ropa, útil para la escuela, no hay. Die Kinder brauchen auch Schuhe, Kleidung und Sachen für die Schule, und das gibt es nicht. Las necesidades que estaban pasando, no podemos vivir de una caja, de una copa. Wir können nicht immer nur vom Notwendigsten leben, ein Teller Essen hier, ein Glas Milch da. Wir brauchen Arbeit, um würdig leben zu können. Para darle ofrecer a nuestros hijos lo que ellos necesitan también, no solamente sábado y domingo un plato de comida, ¿me entiende? Entonces. Auch damit wir unseren Kindern geben können, was sie brauchen. Das ist mehr als jeden Sonntag ein Teller essen. Wir wollen, dass sie uns Arbeit geben, dass die Bestechung in der Regierung aufhört, dass sie aufhören, alles Geld unter sich zu verteilen. Uns geben sie gar nichts. Alles soll sich ändern, alle Diebe sollen weg. Wir haben keine Arbeit, wir haben gar nichts. Wir kommen aus einem sehr armen Viertel, wir brauchen alles. Ihr seht ja, dass wir da Sachen verkaufen, um etwas mit nach Hause zu nehmen. Wir sind ohne alles. Wir haben uns den Weg hierher entlang gebettelt. Wir haben die Busfahrer gebeten, uns umsonst mitzunehmen. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann sind wir gelaufen. Im Moment verhandelt drinnen eine Kommission der Bewegung, während wir sie hier draußen unterstützen. Wir hoffen, dass sie uns eine gute Lösung vorschlagen. Diesmal sollen diejenigen die Krise bezahlen, die sie noch nie bezahlt haben, die Chefs. Wir haben bereits begonnen, unser Schicksal selbst zu bestimmen. Der 19. und der 20. Dezember sind in die Geschichte eingegangen. Wir haben gesehen, wozu das Volk fähig ist, wenn es will. Aber es hat sich auch gezeigt, dass nach unseren großen Erfolgen wieder die gleichen Blutsauger wie immer an der Macht sind.
mismo chupasangre de siempre, con las mismas políticas de siempre, dictadas por el imperialismo. Es ist die gleiche Politik wie immer, vom Imperialismus diktiert. Denn wir sind noch nicht ausreichend organisiert, um die Macht zu übernehmen. Die Massen sind mobilisiert, aber es gibt noch keine wirkliche Alternative für die Arbeiter. In Salta, hace unos meses, habían bloqueado la entrada de las petroleras, ¿no? Vor einigen Monaten haben die Arbeitslosen in Salta die Zugänge zu den Erdölbetrieben gesperrt. Sie wollten Arbeit in diesen Firmen, die unheimlich viel Geld gemacht und alles Erdöl außer Landes geschafft haben, sodass fast nichts in der Provinz blieb. Sie wollten Arbeit und 1000 Dollar Lohn. Das war eine sehr radikale Forderung. Sie wurden unterdrückt. 3 Personen wurden getötet, ein ganzes Dorf wurde eingenommen, man hat ihnen den Strom und das Radio abgestellt. Die Presse hat nichts darüber berichtet, die ersten beiden Tage. Der tiefere Grund dafür war, dass der Gouverneur von Salta Aktionär einer der wichtigsten Medienkonzerne des Landes ist. Wir bilden Gruppen, die in einem Rotationsverfahren hier schlafen, um Wache zu halten. Falls die Besitzer vorbeikommen sollten, um uns zu vertreiben, ist immer jemand da, um die Fabrik, unsere Arbeitsquelle, zu verteidigen. Und was machst du mit dem Kind? Nimmst du das mit? Ja, zunächst hat er im Kinderwagen geschlafen. Das war sehr unbequem für ihn. Al principio dormía en el cochecito, en el, bueno, bastante incómodo, pobre hijo. Así que no, ahora va a estar un poquito más cómodo. Jetzt aber haben wir das Bettchen. Und benimmt sich gut, das Dickerchen. Se porta bien, el gordo. Desde diciembre la fábrica está tomada, eran 120 trabajadores inmigrantes. Die Fabrik ist seit Dezember besetzt. Hier haben früher 120 Immigranten gearbeitet in der Textilproduktion und die Besitzer von Bruckmann haben ihnen 5 Pesos die Woche bezahlt. Das heißt pro Tag nur einige Centavos, sie wurden total ausgebeutet. Heute machen wir eine Solidaritätsveranstaltung, um den Kampf zu unterstützen. Die Arbeiter leiten die Produktion selber und organisieren alles, aber die Eigentümer und auch die Gewerkschaften weigern sich, sie als interne Kommission anzuerkennen. Es besteht die Gefahr, dass sie den Kampf verlieren und deshalb sind wir hier, um sie zu unterstützen. Wir kommen von verschiedenen Assembleas und mit diesem Festival wollen wir auch Geld sammeln für die Streikkasse, damit niemand Hunger oder ansonsten etwas leiden muss. Ein Motiv ist auch, der Sache zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Denn die großen Medien berichten über so etwas nicht. Y bueno, estamos en esta lucha, en este conflicto que empezó el pasado 18 de diciembre. Die Besitzer sind am 18. Dezember letzten Jahres einfach abgehauen. Seitdem sind wir hier und passen auf die Fabrik auf. Esa fecha nos quedamos acá, resguardando, cuidando la empresa, los bienes. Antes del 18 de diciembre, cuando tomamos la empresa, nos iban debiendo 4 meses de sueldo. Bevor wir die Fabrik besetzt haben, schuldeten die Besitzer uns 4 Monatsgehälter. La estamos conduciendo nosotros. Wir selber haben all das hier in Gang gesetzt. Wir leiten die Fabrik selbst. Und die Leute bekommen ein Gehalt von mindestens 120 Pesos. Lo cual, la gente está muy satisfecha, está con ganas de seguir en esto. Lo que queremos nosotros es que esto pase a manos del Estado. Wir wollen, dass diese Fabrik verstaatlicht oder kommunalisiert und von Arbeitern geleitet wird. Viable en este momento. Es un ejemplo, como dije, ¿no? Cosa que vaya en beneficio de todos los trabajadores. Wir sind ein Beispiel für das ganze Land, für die ganze Welt, für alle Arbeiter, die von Entlassungen bedroht sind. Nosotros estamos en esta lucha hasta lo último. Yo pienso que esto es el momento adecuado. Ich glaube, dass der Moment gekommen ist, um alle Kräfte zu vereinen und weiterzumachen, damit eines Tages wir Arbeiter den Staatshaushalt übernehmen.
Das Einzige, was sie von den Besitzern gehört haben, war, dass sie uns ihren Anwalt geschickt haben. Er hat uns den Vorschlag gemacht, die Fabrik vorübergehend für 60 Tage zu schließen und dann von vorn zu beginnen. Unter der Bedingung, dass wir dann alle gehen, aber das wollen wir nicht. Wenn sie mit einem guten Vorschlag kommen und uns das Geld geben, das sie uns schulden, dann können wir verhandeln. Die Maschinen sind alle noch da, die Fabrik funktioniert. Wir sind hier und warten auf sie. Ich bin Studentin der Fakultät für Geisteswissenschaft und ich bin hergekommen aus Solidarität. Wir halten Wache, um zu verhindern, dass die Polizei kommt, um die Arbeiter der Fabrik zu unterdrücken. Sie sind um 8 Uhr morgens gekommen, mit Lügen, mit einem Räumungsbefehl. Sie wollten gewaltsam eindringen, da habe ich die Tür aufgemacht. Sie sind hinaufgegangen und haben alles durchsucht und als sie herunterkamen, haben sie uns gezwungen zu sagen, wie viele wir waren. Wir haben ihnen gesagt 3. Als sie fertig waren mit der Untersuchung, haben sie gesagt, okay, packt eure Sachen zusammen, ihr müsst raus. Sie haben meine Sachen rausgeworfen und ich habe mich an einem Türgitter festgehalten. Draußen haben sie eine Kollegin mit ihrem Kind geschlagen. Sie haben eine Nachbarin geschlagen, die uns helfen wollte, als sie gesehen hat, dass sie das Kind geschlagen haben. Und dann bin ich ohnmächtig geworden, denn ich hatte mich an diesem Gitter festgehalten und sie haben mir fast den Arm ausgerissen. Meine Kollegin musste ins Krankenhaus gebracht werden und es geht ihr immer noch sehr schlecht. Es war fürchterlich. Dann haben sich die Kollegen mit den Nachbarn verständigt. Wir gehen immer auf die Assemblea und die sind auch gekommen und die Gruppen, die jetzt da draußen sind, auch. Dann kamen 2 Anwälte von einer Menschenrechtsorganisation. Ich habe gesehen, dass 3 Einsatzfahrzeuge kamen mit Gaswerfern. Aber dann kamen mehr Gruppen, um uns zu helfen, mit Töpfen und Fahnen und Hörnern. Und dann sind auch die Einsatzfahrzeuge verschwunden und wir haben geschrien und gesungen und gefeiert. Und wir sind wieder hineingegangen. Sie haben ein 6-jähriges Kind und Frauen geschlagen. Diejenigen, die geschlagen haben, waren in Zivil. Ich glaube nicht, dass sie sich daraufhin noch einmal trauen werden. Bei all der Hilfe, die wir in diesem Moment erhalten haben. Wir haben gesagt, dass wir klauen würden, dass wir die Fabrik kaputt machen würden, aber das ist alles gelogen. Wir halten die Arbeitsquelle, wir produzieren und verkaufen. Wir tun alles, um wieder produzieren zu können. Wir bezahlen den Strom und das Gas. Die Schulden, die Besitzer hinterlassen haben. Wir halten die Arbeitsquelle, sie sollen uns gefälligst nicht auf die Straße setzen. Gestern war ich zu allem entschlossen. Wir sind stärker denn je. Und die Hilfe, die wir bekommen haben, hat uns noch stärker gemacht. Der argentinische Staatshaushalt betrug im Jahr 2000 50 Milliarden Dollar. An Zinsen für die Schulden waren 11 Milliarden Dollar veranschlagt. Es gibt keine Entwicklungsmöglichkeit für Argentinien, solange die Schulden bedient werden. El gran tema es
Was wir brauchen, ist eine internationale Mobilisierung, die die Nichtzahlung der Schulden gegenüber den globalen Machthabern durchsetzt.